Leave the World Behind. Ein Endzeit-Katastrophenfilm mit super schlechten Bewertungen, der durch TikTok mehr oder weniger an große Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht hat es ja der eine oder die andere mitbekommen, dass dieser Film erschienen ist und damit eine riesen Kontroverse mit sich bringt. Ich habe es auch erst relativ spät mitbekommen, habe mir den Film angeguckt und in diesem Video möchte ich mal über drei Punkte reden. Erstmal meine Meinung zum Film. Dann gehe ich mal auf ein paar Theorien ein, die sich um den Film gebildet haben, die von super interessant bis hin zu kompletter Nonsens gehen. Und dann gucken wir uns mal an, warum diese Bewertung vielleicht so, naja, schlecht sein könnten. Wenn das euch interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran und ich heiße euch damit direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, Leave the World Behind, erschienen im Oktober 2023 auf Netflix. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe null von diesem Film mitgeschnitten. Bis, ja, halt jetzt Januar 2024, wo ich zugeballert wurde mit TikTok-Videos zu Leave the World Behind. Hauptsächlich ging es hier um Theorien und was uns der Film genau mitteilen möchte. Und da dachte ich mir, scheiß drauf, ich gucke ihn mir dann jetzt mal doch an. Und erst nachdem ich mir den Film angeguckt habe, habe ich mir die Bewertung angeguckt und ich war schockiert, wie schlecht dieser Film bewertet wurde. An manchen Ecken ist er so durchschnittlich bewertet, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, der Film ist sehr, sehr, sehr schlecht bewertet worden. Interessant hierbei ist, die Bewertungen, die gut waren, haben auch meistens schon auch das, wo ich denke, dass es der Grund sein könnte, dargelegt, warum die vielen schlechten Bewertungen überhaupt kommen könnten. Dazu komme ich aber gleich. Wie schon erwähnt, der Film hat riesige Aufmerksamkeit über TikTok bekommen. Nicht unbedingt wegen des Films oder des Inhalts, sondern wegen den angeblich versteckten Nachrichten und kleinen Hints und Hinweisen, von mir aus auch Easter Eggs, die in dem ganzen Film versteckt sind. Lustigerweise, ich bin ganz ehrlich, hätte ich mir nicht vorher die TikToks dazu anguckt, wären mir diese ganzen Punkte gar nicht aufgefallen. Da ich dieses aber wusste, ist es mir schon ins Auge gestochen und man muss sagen, es ist interessant, dass es so auffällig versteckt ist, nenne ich es mal. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber grundlegend erstmal meine Meinung zum Film. Ich muss sagen, der Film war gut. Kein großartig heftiger Film. Ich habe irgendwie krasseres erwartet. Ich wurde aber auch nicht enttäuscht. Ich persönlich muss sagen, ich als jemand, der vielleicht nicht nur den Film guckt, sondern auch wirklich sich dann damit befasst, wie die Kameraführung in dem Film ist, wie die Musik eingesetzt ist, die halt ein bisschen auch hinter das Technische guckt, zumindest mit einem halben Auge. Ich muss sagen, der Film gibt einem durchgehend ein Gefühl des Unwohlbefindens. Sowohl die Kamerafahrten als auch Kameraeinstellungen als auch die Musik. Es gibt Szenen, die vom Kamerawinkel so falsch und schlecht im Prinzip sind, dass sie einem so eine Art Uncanny Valley-Effekt mitteilen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Uncanny Valley-Effekt ist, kurz erklärt, es ist dieser Zustand eines Bildes, eines Menschen, eines Tieres oder was weiß ich, das so nah an der Realität dran ist, aber auch so weit weg davon, dass es für uns sich so falsch anfühlt, dass das doch echter aussieht, als es eigentlich sollte. Zum Beispiel Android-Roboter, die halt unfassbar menschlich aussehen, es aber nicht sind und wir wissen das und es ist irgendwie für uns schwer im Gehirn wirklich effektiv zu verarbeiten. Da geht es ja einen ganzen Trend drum zu diesem Uncanny Valley-Dings auf TikTok. Belest euch da. Aber kurz gesagt, für mich war das bei den Kameraeinstellungen so. Erklärt der goldene Schnitt ist normalerweise, wenn hier, wo meine Hand jetzt ist, was eingeblendet wäre oder hier oder hier oder hier. In irgendeinem Drittel des Bildes soll der Hauptpunkt sitzen. Und es gibt manche Szenen, da ist es komplett abgeschnitten und einfach komplett vom goldenen Schnitt, der im Normalfall eigentlich benutzt werden sollte, weg. Kamerafahrten, die sich drehen, auf dem Kopf weggehen, in Bewegungen der Kamera, die einem dauerhaft ein Gefühl geben, so von wegen so, was ist hier? Was ist das hier? Es ist nichts Gruseliges unbedingt im Film, aber der Film bringt einem so irgendwie ein kleines Gefühl von wegen, irgendwas ist hier ganz, ganz weird. Hinzu kommt dann noch die Musik und das allgemeine Setting und dieser Film kriegt es hin, ohne effektiv gruselig zu sein, ohne Jumpscares, ohne irgendwas in dieser Richtung, kriegt er es hin, zumindest nicht bei, natürlich nicht bei allem, aber zumindest bei mir, ein Gefühl von, ja, also ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich ihn gucke. Nicht in der schlechten Art, sondern in der, ich sag mal, Gruselfilm, Thriller-Film-Art. Ist vielleicht für Leute, die sich damit nicht so befassen oder sich nicht so direkt auf diesen Film konzentrieren, die wirklich einfach nur den Inhalt straight gucken, vielleicht schwer zu euch verstehen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wenn was in einem Bild so komisch dargestellt wird, irgendwie, ob es zu nah ist, zu weit weg. Gab auch eine Stelle, da war die Kamera unfassbar weit weg und man denkt sich so, hä? Das passt irgendwie gar nicht. Und deswegen muss ich sagen, rein technisch und rein filmisch war der Film
grandios, muss ich sagen. Schauspielerisch auch top. Irgendwie, man rechnet nicht mit den Schauspielern, aber es ist irgendwie, es passt alles. Es ist gut, es passt gut zusammen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der halt ein bisschen weird ist, der aber nur dann weird ist, wenn man nicht 2-3 Sekunden drüber nachdenkt. Und das ist halt die Story. Gefühlt nimmt die Story einen nicht an der Hand und leitet einen durch den Film. Nein, man hat das Gefühl, man steht zwischen den Welten. Man weiß es nicht so, okay, was passiert? Ist das, was passiert? Nee, doch nicht. Aber hier, das könnte auch passieren. Hin und her, vor allem, weil der Film sich selber ja auch in 4 Kapiteln darstellt. Was das nochmal untermalt, dieses, okay, hier hat einiges Zusammenhang, aber der Zusammenhang ist nicht direkt da. Ich will hier gar nicht zu viel spoilern, aber um kurz eine Sache anzusprechen, die genau da reintrifft. Der Vater mit seiner Tochter, ich habe die Namen vergessen, ist auch irrelevant. Das Auftauchen von denen ist so überraschend und in der nächsten Szene, auch wenn sie von den Hauptprotagonisten nicht im Haus gerade akzeptiert werden, verhält sich jeder so, als wäre es komplett normal. Es ist nicht so, dass hier was hinterfragt wird lang. Es ist einfach, okay, dann ist es jetzt so, ich bin zwar nicht damit voll fein, aber es ist so. Man fragt sich die ganze Zeit, ist das richtig so? Das sind diese Punkte, die mich bei dem Film fasziniert haben. Dementsprechend würde ich, wenn ich einen Film von 1 bis 10 bewerten sollte, würde ich dem Film eine 8 geben. Er war nicht perfekt, die Story war auch nicht krass heftig deep, vor allem weil sie schwer zu verstehen ist hier und da, aber an für sich war der Film gut. Und der Film bleibt auch gut, wenn sie keine Fortsetzung machen, weil das Ende, Spoiler, hat schon eine Art Cliffhanger für einen zweiten Teil. Das Ende ist prädestiniert dafür, einen zweiten Teil mit sich zu bringen. Fände ich nicht gut. Der Film kann, so wie er ist, gerne alleine stehen. Kommen wir nun mal ganz kurz zu den Theorien. Die möchte ich hier abklappern. Einige davon sind komplett aus der Luft gegriffen, andere davon sind, wo man sagen kann, ja, okay, es macht Sinn, dass das vielleicht wirklich eine gute Theorie ist. Alles in allem habe ich da eine eigene Meinung zu, komme ich am Ende drauf zu sprechen. Wir gucken uns erstmal die Theorien an. Allgemein wird bei diesem Film gesagt, vor allem, weil er in Kooperation mit Michelle und Barack Obama gedreht wurde, wird von einigen gesagt, das ist ein Film, der uns ein Zeichen geben soll, der uns zeigen soll von den Großmächten. Hier, das erwartet euch, das wird auf euch zukommen. Hier, Warnung, dickfett von den großen Big Bossen dieser Welt. Ja, okay, kann man sich vielleicht denken, aber ich finde, das ist tatsächlich ein Ticken zu weit hergeholt. Andere Einblendungen, kommen wir jetzt drauf zu sprechen, machen schon Sinn, dass man sagen kann, das wurde schon mit Absicht platziert, aber dieses, dass das von den großen Konzernen ein Zeichen dafür ist, zu sagen, hier, guckt, so werdet ihr an der Nase herumgeführt, ist ein bisschen extrem, würde ich mal behaupten. Grundlegend kann ich hier an der Stelle sagen, schaut euch den Film mal an. Wer Netflix hat, guckt ihn sich an. Wenn ihr ihn schon angeguckt habt, komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber wer ihn noch nicht geguckt habt, guckt ihn euch an. Bildet euch eure eigene Meinung und vor allem mit diesen ganzen Theorien, Fun Facts, was weiß ich. Meine Meinung am Ende, denke ich, wird mit vielen konform gehen. Die Theorie oder das Easter Egg Nummer 2 ist der Teufel. Ja, in einer Szene relativ am Anfang des Films sehen wir, naja, wir sehen nicht direkt, aber uns wird die Zahl 666 gezeigt, was ja nun mal allseits bekannt, die Zahl des Teufels, des Satans, des Antichristen ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste, dass das kommt und ich habe es trotzdem verpasst. Ich musste mir die Szene nochmal angucken. Hier muss man sagen, finde ich, es ist schon unauffällig platziert. Ich gehe schon davon aus, dass diese Tasse, dieses Kalenderblatt, was weiß ich, was da war, dass das extra so platziert ist, dass sich die Zahl 666 ergibt. Das wird nicht so von wegen, hier, wir wollen euch eine geheime Botschaft geben, aber es wurde schon mit Absicht platziert. Dann hätten wir eine Sache, die sich auch über den ganzen Film wandelt, beziehungsweise zwei Sachen. Und zwar haben wir einmal die Wand im Schlafzimmer des, ich nenne es mal, Ferienhauses. Zum Anfang des Films sehen wir ein Gemälde von Wasser. Ruhiges, chilliges Gewässer. Und mit der Aufbrausung des Films braust auch dieses Gemälde auf. Also die Wand verändert sich. Und es wird immer heftiger, das Wasser steigt bis hin, dass es potenziell unter der Decke ist. Das sieht man nicht ganz genau. Auf jeden Fall, im Verlauf des Films wird diese Wandmalerei genauso unruhig wie der Film selbst. Was hier dran das Verstörendste ist, beziehungsweise das Weirdeste ist, es fällt keinem auf. Das ist das, was zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr gruselig ist. Ähnliches mit dem Wandgemälde im Wohnzimmer. Am Anfang ist das ein sehr ruhiges Gemälde, ein sehr gleichmäßiges Gemälde. Und das wird immer anders dargestellt mit jeder, ich sag mal, Erweiterung der Katastrophe und es wird immer unruhiger. Auch hier finde ich den Aspekt, dass das Bild sich verändert, ist halt okay. Wird absichtlich platziert worden. Was ich jedoch sehr, sehr creepy finde, gerade im Szenario dieses Films, ist, dass das keiner bemerkt. Keiner spricht mal drauf an und sagt, war das Bild gestern nicht noch anders? Dieses, dass das für den Zuschauer explizit
gemacht wird, ohne dass die Protagonisten davon mitbekommen, finde ich fucking creepy, weil es halt einem nie wirklich eine Antwort darauf gegeben wird. Was ist denn jetzt damit? Hat sich das wirklich nur für uns verändert? Verändert das unsere Sicht auf die Dinge oder was ist da los? Dann hätten wir eine kurze Szene mit den zwei Kindern der Hauptprotagonisten, die beide ein T-Shirt anhaben. Da, der eine Junge hat ein T-Shirt mit dem Schriftzug Obey drauf und das Mädel mit dem Schriftzug NASA. Obey, NASA. Zum einen kann man sagen, Obey heißt ja sowas wie Gehorche. So, NASA ist, ne, kennt man alles. Mittlerweile gibt es aber so viele Theorien, die ergeben, weil NASA mit T- immer anfängt zu zählen und NASA plus das T von T- bla 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 ein Anagramm für Satan sein könnte, dass in dieser wirklich kurzen Szene, und das ist auch das Gruselige dran, dieser wirklich kurzen Szene, wirklich, da steht halt Obey Satan, also gehorche Satan, theoretisch. Creepy, nicht so wirklich. Aber der Grund auch hierbei, dass diese Szene wirklich nur super kurz zu sehen ist und wir danach im ganzen Film diese Kombination, wie die zwei nebeneinander stehen, wirklich dieses Obey NASA, bekommen wir nicht nochmal zu sehen. Entweder stehen sie dann andersrum, wo es dann keinen Sinn ergibt. Es ist schon wirklich extra so gemacht. Das ist das Creepy-mäßige daran. Dann hätten wir noch im Titel mit den Namen der Schauspieler oder der Produzenten, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ergibt sich aus den Namen irgendwie das Wort Baal. Baal, für die Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, es gibt zwei, beziehungsweise mehrere Bedeutungen. Zum einen bedeutet es einfach, Baal ist gleich Gottheit. Meister, Herr, Herrscher ist eine Bezeichnung, die man einem Menschen gegeben hat, der quasi gotteswürdig war, so von wegen, ich bin der König und und. Andere Bezeichnung dafür kommt aus dem Christlichen und bedeutet im Prinzip, Baal ist ein Dämon. Und da hätten wir einen Kreis, der sich langsam schließt. Die 666 am Anfang für Satan, das Obey, NASA, / Satan, T-Shirt-Kombinationsbild plus Baal, was ja auch einen Dämon repräsentiert, zeigt alles ziemlich stark darauf hin, dass dieser Film stark dämonisch veranlagt sein könnte. Zumindest das ist die Theorien TikToks. Plus der Aspekt, der jetzt das Ganze noch perfekt abrundet, ist, dieser Film verrät uns angeblich das Ende der Welt. Oder zumindest den Weltuntergang. Und Fun Fact, der ist dieses Jahr. Am 17.09.2024 soll laut dem Film das Ende der Welt kommen, in Anführungsstrichen. Zumindest ist es da im Film so passiert. Woran man das herausfindet, finde ich schon wieder geil. Es gibt eine Szene, wo wir den Mond sehen mit der amerikanischen Flagge und wir sehen, wie langsam die Sonne hinter der Erde verschwimmt und einen Kreis um die Erde wirft. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Bezeichnung hat. Irgendwie Lunar Eclipse, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so in der Richtung. Und das kann man sich in einem Kalender angucken. Und dieses Ereignis, dass die Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen und die Erde zwischen Mond und Sonne ist, somit quasi eine Mondfinsternis, also eine Sonnenfinsternis auf dem Mond herrscht, das kann man, wie gesagt, an einem Kalender ausmachen und dieser Kalender gibt das Datum 17.09.24 raus. So, was haben wir nun hier an Theorien zusammen? Wir haben den Teufel, wir haben einen Dämon, wir haben Obey NASA bzw. Obey Satan und wir haben das Ende der Welt. Und diese ganzen Theorien lassen TikTok oder ließen TikTok auf jeden Fall durchdrehen. Finde ich geil, weil zum einen gibt das gute Promo für den Film. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sagen, man muss immer bedenken, Hollywood oder allgemein Filmemacher machen nichts aus Zufall. Natürlich kann man jetzt sagen, das sind versteckte Botschaften, die uns übermittelt wurden, damit uns die Regierung sagt, hier das und das passiert und hier und da und und. Aber ich finde die Theorie viel, viel lustiger, dass sich Michelle Obama und Barack Obama mit den Filmproduzenten Hollywood dahingesetzt haben und gesagt haben, wisst ihr was, lass mal was Kontroverses machen. Lass mal mit Absicht solche Sachen verstecken und gucken, wie Leute reagieren. Finde ich an der Stelle viel, viel lustiger und auch viel realistischer. Wenn ich jetzt hier was verstecken wollte, wenn ich jetzt hier ein Bild mit einer 666 einblenden würde und sich einige denken, das ist eine versteckte Botschaft, würde ich mich wahrscheinlich darüber schlapp lachen. Wenn ihr aber merkt, okay, das hat er schon mit Absicht da so auffällig platziert, dass man es wirklich sehen muss, dann ist es natürlich irgendwo eine Art Easter Egg. Nur ist halt die Sache hierbei, diese Easter Eggs sind halt dämonisch angehaucht, sage ich mal. An für sich muss ich sagen, ich finde es lustig, wenn man diese ganzen Easter Eggs kennt und den Film sich dann anguckt und man so denkt, okay, es ist schon mit Absicht auch wirklich nur kurz dargestellt, die 666, Obey NASA, alle Sachen, die nur so kurz eingeblendet sind oder auch die Bilder, auf die zum Beispiel keiner mehr reagiert in diesem ganzen Film. Es fühlt sich alles weird an. Und das ist auch das, was der Film super gut macht. Er lässt dich einfach unwohl fühlen. Du bist voller Unbehagen irgendwie. Und das finde ich geil, weil ein Horrorfilm oder ein Thriller, ich weiß gar nicht, was es genau deklariert ist. Aber so ein Film muss nicht inhaltlich gruselig sein. Die Atmosphäre kann gerne gruselig sein und das reicht schon.
gibt so viele Filme, die es perfekt hinbekommen. Einfach die Atmosphäre, das Kameramäßige, also die Kameraaufnahmen und die Musik für sich sprechen zu lassen, ohne dass der Inhalt, naja, direkt creepy ist. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, das kann man als Theorie gut darstellen, aber ich finde es, wie gesagt, viel lustiger, dass es mit Absicht vielleicht einfach so genauso da reingesetzt wurde, dass die Leute sagen, oh mein Gott, Michelle und Barack Obama wollen uns was zeigen. Viel lustiger als zu sagen, die zeigen uns halt wirklich was. So, am Ende gehe ich mal ganz kurz darauf ein, wieso die Bewertungen so schlecht sein könnten. Wie gesagt, ich gebe dem Film eine 8 von 10. Meine Theorie, warum der Film so schlecht ist, ist zum einen die Sache, man hat sich vielleicht durch TikTok, gerade durch TikTok, mehr erhofft. Ich habe auch gedacht, in dem Film wäre mehr Action. Ein Ende, was wirklich effizient da ist. Und wie gerade eben schon erwähnt, Spoiler Alert, wir haben ein sehr, sehr offenes Ende. Und die Theorien, wieso das Ende so dargestellt wird, sind auch unfassbar lang. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Problem bei den Bewertungen ist, die Leute sind mit einer leichten und einfachen Vorstellungen in diesen Film gegangen und haben sich gedacht, ich gucke mir den Film jetzt gechillt an, mit Popcorn auf der Couch, ohne viel nachzudenken. Und in so einem Fall ist der Film halt langweilig. Der ist effizient langweilig. Wenn man sich aber wirklich mit offenem Auge dahinsetzt und wirklich ein paar Sekunden nachdenkt, ist der Film spannend. Bedeutet, die 0815, ich sag mal Casual-Filmgucker, werden diesen Film langweilig finden. Und das ist auch vollkommen okay, weil der Film nicht actionreich unbedingt ist. Die Leute, die aber ein bisschen hinter die Kulissen gerne gucken und sich dann auch weiterhin mit dem Film befassen, so von wegen Theorien. Was will uns der Film zeigen? Worum geht es wirklich so effizient? Die Leute werden den Film gut finden, weil spätestens beim zweiten Mal gucken dieses Films fällt einem auf, dass da sehr viele coole Sachen einfach versteckt sind. Dementsprechend ist hier einfach logischerweise erklärt, die große Masse, die den Film bewertet hat, sind einfach stinknormale Mainstream-Filmgucker, was vollkommen okay ist. Und die Leute, die den Film gut bewertet haben, sagen auch alle das Gleiche. Die Leute sagen, der Film wird hauptsächlich so schlecht bewertet, weil sich viele Leute einfach nicht hundertprozentig auf den Film einlassen wollen, beziehungsweise nicht sagen, ich gucke jetzt auch mal hinter die Kulissen und lese mal zwischen dem Skript. Und wie gesagt, das finde ich ist auch komplett okay. Man muss es nicht gut finden, vor allem weil, wie gesagt, ganz simpel der Film, wenn ich ihn jetzt meinen Eltern zeigen würde, bin ich mir ziemlich sicher, die würden genauso da sitzen und sagen, ja, das war halt jetzt ein Film. Puh, wow, da waren ein paar coole Schauspieler dabei, ja, fertig, ist der Salat. Ich hingegen würde da so sitzen, so von wegen, ja, merkt er, ist schon geil oder ist schon gut gemacht, ne? Deswegen kann man verstehen, dass die Bewertungen so schlecht sind. Ist natürlich schade für den Film. Nichtsdestotrotz geht von mir eine Empfehlung raus. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, guckt ihn auf jeden Fall mal. Und vielleicht auch nach diesem Video, damit ihr solche kleinen Details wisst und dann auch fasziniert da sitzt und sagt, stimmt, das fällt einem gar nicht mal so direkt ins Auge. Und wenn ihr den Film geguckt habt, schreibt mir jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr von diesen ganzen Theorien, Easter Eggs schon mitbekommen oder habt ihr den Film auch geguckt und gesagt, ja, es ist ein langweiliger Film? Kann man machen, muss man nicht. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So, jetzt sind wir am Ende vom Video angekommen. Und wenn euch solche Sachen gefallen, hier Theorien oder Reviews zu Filmen, zu Serien, zu allem querbeet in diesem Genre, dann checkt doch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht findet ihr hier das ein oder andere Video, was euch gefallen könntet. Und dann bleibt ihr auch einfach hier und wir sind alle happy. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.